Ich begrüße euch zu einem neuen, nennen wir es mal, Mikroabenteuer. Das war ein Zuschauerwunsch unter dem Weihnachtsvideo. Da wurde gesagt, wander doch mal die Schnecke am Inrather Berg. Und ich dachte mir so, Inrather Berg, die Schnecke wandern. Was ist das? Wo ist das? Habe ich es gegoogelt? Das ist direkt bei mir um die Ecke in Krefeld. Wieder so ein typisches Beispiel dafür. Ne? Man kennt Wanderwege innerhalb Deutschland, ne? Aber das, was schön in der Umgebung ist, übersieht man schnell. Und das ist jetzt nur wenige Tage nach dem Zuschauerwunsch. Und wir haben uns einfach heute mit Hund und Frau zusammen kurz entschlossen auf den Weg gemacht und wandern jetzt etwas, nicht nur die Schnecke am Inrather Berg, sondern was ganz Spektakuläres. Ich habe nämlich etwas gefunden, das nennt sich die Drei-Gipfel-Tour von Krefeld. Das heißt, wir werden heute drei Gipfel abwandern. Jetzt wisst ihr ja, ich lebe im Rheinland, ne? Da sind die Gipfel nicht ganz so hoch, naturbedingt. Und von den drei Gipfeln ist einer tatsächlich natürlichen Ursprungs, eine alte Gletschermoräne. Zwei sind künstlich. Und wenn wir dann jeweils da sind, werde ich euch dazu etwas erzählen. Und wenn ihr Lust habt, kommt ihr ein Stück mit. Jetzt rechts abbiegen, danach links abbiegen. Das ist schmal. Oh ja. Oh nein, leider Bewegung. Yes, aber. Ja, wir sind am Wildgehege. Und der Hund findet das da am Wild gar nicht so witzig. Wir befinden uns im Anstieg auf den ersten Berggipfel. Wir sind im Hülser Bruch und wir werden in ein paar Minuten den Hülser Berg erreicht haben. Ja, das ist einer der Gipfel. Ja, man kommt mal kurz aus der Puste, aber mehr ist das jetzt auch nicht. Der Hülser Berg ist eine eiszeitliche Endmoräne und ist damit der einzige natürliche Gipfel. Im Hintergrund der Spielplatz mit der Waldschenke, die erste von, ich glaube, zwei Einkehrmöglichkeiten heute. Und dort kommt schon der Gipfel mit dem Gipfelturm in den Blick. Und dort verstecken sich die beiden anderen Gipfel, hier und dahinter. Und diese beiden Erhebungen, woraus die bestehen, sage ich euch, wenn wir da sind. Falsche Bewegungsrichtung erkannt. Wirf einen Blick auf die Karte. Da hinten sieht man übrigens auch eine Erhebung. Ich glaube, das ist die Halde Rheinpreußen. Oh. Und mit dem Blick auf das Industriegebiet wahrscheinlich von Duisburg haben wir den Rundblick hier oben vollendet.
Wir nähern uns dem Inrather Berg. Dort wird gleich auch die Schnecke sein. Und der ist künstlich, weil wir stehen hier vor den Trümmern des Zweiten Weltkriegs der Stadt Krefeld. Da vorne ist jetzt der Eingang zur Schnecke. Geht nach hier weg und dann kringelt die sich irgendwie bis zum Berggipfel nach oben. Es war gerade nur so ein Zwischengipfel. Jetzt geht es erstmal wieder kurz runter, bevor wir mit der Spirale richtig anfangen. Hier sieht man das schön, ne? Ein entwurzelter Baum und tatsächlich zwischen den Wurzeln überall zu sehen die Ziegelsteine von damals. Und das hier kreuzt jetzt an dieser Stelle einmal den Wanderweg. Der Mountainbike Trail geht direkt da weiter den Berg runter. Ach, das sieht gut aus. Es regnet sich jetzt leider so richtig ein. Andererseits ist das genau das Wetter, was ich mir in Anführungsstrichen erhofft hatte. Weil je ätzender das Wetter, umso einsamer ist man im Wald in der Nähe von Ballungsräumen. Hier kann man richtig grobe Trümmerstücke erkennen. Es wirkt so, als ob die damals noch nicht mal Erde darüber gekippt hätten, sondern ob das einfach irgendwie durch Bäume, die hier gewachsen sind, nach und nach überdeckt worden ist. Wir sind fast oben. Entweder Fensterbank oder Boden. Hier ist der Anfang für die Mountainbike-Strecke. Und zur Seite noch ein schöner Blick für die Wanderung. Ja, auch schon aufgefressen. Wir haben hier gerade ein bisschen was gegessen und getrunken. Der Hund hat auch was zu knabbern gehabt. Ja, etwas dumm an diesem Spiralberg ist, ne, es geht zu Fuß jedenfalls auf dem gleichen Weg runter, wie es hochging. Die Spirale selber ist einen ganzen Kilometer lang. Sollte man nicht unterschätzen. Ich glaube zwar nicht, dass man bei dem Wetter hier heute Mountainbiker treffen würde, aber ganz ehrlich, ich möchte jetzt auch nicht irgendwie, ne, dass ein Mountainbiker da mit Speed 50 oder so von hinten in uns reinrauscht, zumal die Wegstrecken auch extra ausgeschildert gesperrt für Wanderer sind. Haltet euch dran, ne? Das macht den Teil jetzt hier ein bisschen langweilig, aber ich fand das tatsächlich ganz nett. Im Anstieg auf den dritten Gipfel. Wir haben uns jetzt mal kurz getrennt, meiner Frau tun schon die Knie weh und ich mache den dritten Hügel jetzt mal solo. Das ist der Kapuzinerberg und der Kapuzinerberg ist ebenfalls künstlich, diesmal nicht aus Trümmern, sondern ich laufe hier gerade auf einer ehemaligen Mülldeponie. Oh. Den eingezeichneten Weg habe ich gerade nicht gesehen, aber hier ist so ein typischer Trampelpfad, der jetzt hier hoch zum Gipfel Nummer 3 führt. Der Weg ist hölle rutschig. Hier oben angekommen ist die Abdeckung der Mülldeponie. Ein verregneter Blick
über Krefeld und ich werde mich hier auch gar nicht aufhalten, sondern direkt wieder runtergehen. Und den Weg, den ich gerade gekommen bin, gehe ich jetzt nicht runter. Das ist so dermaßen rutschig. Ich habe mich ja gerade schon auf die Schnauze gelegt. Ich gehe jetzt einfach hier diesen, was ist das, Fahrweg weiter und komme dann schön zum Fuß wieder unten an. Ja, und dann muss ich gucken, dass ich die beiden wieder treffe. Ne? Das wird gleich auch noch spannend. Ich kürze doch etwas ab. Kleine sumpfige Talsohle. Da ist sogar eine Brücke. Okay. Ja, und ich hoffe, ich habe die beiden da vorne gleich wieder. Typisch Niederrhein. Kopfweiden. Ja, das sind die Weidenzweige, aus denen dann Körbe und so geflochten werden. Wir werden die Tour jetzt gleich beendet haben. Und von mir noch, wie kommt man jetzt eigentlich an den GPS-Track? Ich bin nicht hundertprozentig gegangen, aber wenn ihr Innrathaberg 3-Gipfel-Tour bei Google eingebt, werdet ihr den GPS-Track problemlos finden. In ca. 100 Metern werden wir diese Rundtour hier beendet haben. Und ich muss sagen, klar, die Wege waren größtenteils breit, ne, aber das war zu erwarten. Letztendlich war das doch erheblich schöner, als ich gedacht hätte. Ja, das heißt jetzt nicht, ne, dass man irgendwie 2 Stunden Anfahrt in Kauf nehmen muss, ne, um das hier zu sehen. Das ist tatsächlich hier für den Krefelder Raum ein regionaler Wandertipp von einem Zuschauer für euch Zuschauer. Hat mich gefreut, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal, euer Felix.